so lang ist. Ah, das ist doch doof. Da mache ich hier nochmal so einen Umweg. So, die Festung ist fertig. Das ist ja schon. Festung auch. Schon mal Münzen rein, da auch Münzen. Oh, diese Festung hat 9 Generäle und noch 5 Münzen drin. So ein Mist. Das ist Verschwendung Okay. gewesen. Das war Das kann man so Verschwendung. sagen, ja. Könnte die natürlich einfach jetzt Gebiet auslagern. verloren. Wegen dir. Okay, das ist in Ordnung. Jo, Bei der 8. Mühle, Bäckerei, schön. Baue ich hier noch eine Festung hin. Einfach weil ich es kann. Ah, die Statistik für militärische Stärke gefällt mir. Wo bist du Okay, denn pass mal. da? Ich sehe es gar nicht. Der Grüne, ganz oben. Also, du kannst die auch an- und ausmachen, ne? Du kannst zum Beispiel alle ausmachen, außer mich oder nur dich und dann. Ah, okay, ja, stimmt. Einfach so. Ich werde auch langsam besser, aber. Habe auch noch nicht viele Soldaten besiegt. Du hast tatsächlich am meisten besiegt. Okay. Und danach kommt Rosa. Wahrscheinlich hat er viel von dir besiegt. Ja, genau. Das ist richtig. Das hat er. Da ist ein Wachturm im Bau. Okay. Würde sagen, das ist in Ordnung, weil ich vorher so einen anderen Wachturm einnehmen werde. Zumindest ist das der Plan. Da ist noch eine Wachstube. Da ist Bauernhof, auch nicht schlecht. Das besetzt. Aber nichts weiter dahin bauen. So, ist der Warenstau jetzt gelöst langsam? Ja, besser. Ist immer noch ein Mehl. Immer noch. Warum ist da ein Mehl? Sehe ich zu viel Mehl? Mann, 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 Mann. Ist ja nicht zu fassen, ist es. Upp, upp, upp. Schlimm. Hier, Mr. Rot. Roter CPU. Wenn du jetzt hier nichts baust, greife ich dich noch nicht an. Wenn du hier aber was bauen willst, wie zum Beispiel eine Wachstube, um meine Festung zu zerstören, dann werde ich diesen Wachturm in deinen Arsch schieben. Na, na, na. Ich verbitte mir diese Sprache. Ich werde ihn in den Boden stampfen. Warum sind hier zwei Generäle in dieser Festung? Sehr seltsam. Sind wahrscheinlich aus dem Lager gekommen. Weil ich die eine Wachstube habe ich hier abgerissen. Dann sind die wahrscheinlich ins Lager gegangen. Steinbruch hat keine Rohstoffe mehr. Ja, ist bei mir ähnlich. Also ich hatte jetzt auch in Festungen waren auch schon direkt mal Generäle. Ne?
Warum auch immer. Ja, kann einfach sein, dass aus anderen aus anderen Militärgebäuden, die ausgegangen sind, Lagerer. Ja. Also, was ich mal zwischendurch ausprobiert habe, ist zum Beispiel Bier, Schwerter, Schilder und Gold in ein Lagerhaus reinzutun, dass die direkt von Anfang an, aber das Ach so. Geht nicht. Das geht nicht. Okay, ja. Schade. Das wäre witzig. Ja. Aber ist natürlich auch das Ineffizienteste theoretisch, ne? Weil du dann ja dementsprechend viele Münzen brauchst, um den dann auf ein gewisses Level zu bringen. Yep. Oh, Moment! Was ist denn hier los? Das ist ein Katapult! Ja, Katapulte bauen die anscheinend ziemlich gerne. Ja gut, wir haben ja auch 200 Steine, da lohnt sich das auch. Okay, das bedeutet Krieg. Da muss ich jetzt aber erstmal einen Erkunder schicken, weil ich kann den nicht sehen, wo ich angreifen muss, damit der da aufhört, mit seinem Katapult drauf zu schießen. Ich werde hier erstmal die Goldmünzzufuhr ausschalten, damit nicht aus Versehen irgendwie Generäle zerstört werden. Da, wo der das Katapult drauf schießt. Na, was will er hier bauen? Ein Lagerhaus. Das ist eine gute Idee, ein Lagerhaus an die Front zu bauen. Hast noch ein Stein? Trifft nicht, glaube ich. Weit gefehlt. Ja. Das ist das Gute an den Katapulten, die schießen dauernd daneben. Das ist das Gute, wenn die Gegner daneben schießen. Ja. Produktivität. Warum habe ich so eine geringe Produktivität? Ich bin sogar der Schlechteste da. Liegt das daran, dass ich so viele Gebäude habe, die nicht fertig gebaut sind? Bling! Ich weiß. Sorry. Kein Ding. Warum? Wow. Jetzt. Bing. Und jetzt macht es das immer wieder. Ja, ah. Kann ich dir nicht sagen. Ah, es ist ein Schiff fertig geworden. Ein Schiff fertig geworden. Mache ich jetzt eine Expedition starten. Auch nur nach Holz. Also bekommt er nicht genug Energie über den Anschluss oder was? Das Dings aufzuladen? Nee, oder was? Ich verstehe. Er war ja jetzt gerade eine Stunde lang am Strom. Ja. Und dann entscheidet er sich, während er am Strom ist, auf einmal, dass er sich halt die ganze Zeit immer wieder neu startet. Okay, interessant. Jetzt habe ich es abgeschlossen, jetzt wird es erstmal wieder eine Stunde wahrscheinlich gut sein, bis er halt ausgeht, weil er keinen Strom mehr hat. Wobei, eigentlich müsste er dann noch Strom haben, weil die Batterie neu ist. Also der Akku. Oh, der erste Katapult. Nee, wieder daneben. Wie oft der da schon drauf geschossen hat. Deswegen, also, wenn du zum Beispiel einen Katapult als Angriffsmethode benutzen willst, dann musst du irgendwie 3 oder so wenigstens hinbauen. weil die halt dauernd daneben schießen und richtig langsam. Keine Rohstoffe gefunden. Steinbruch. Nice. Abbruch. Yep. Ich werde gleich eine Expedition starten. Militärgebäude gesetzt. Wachstube. Okay. Der will hier einen Katapult an seine Front bauen. Wenn das fertig ist, werde ich ihn angreifen. Was ist das hier? Kohlebergwerk? Kohlebergwerk. Lagerhaus. Cool, das Lagerhaus sieht sogar ziemlich ähnlich aus wie bei Siedler 2, dem Original, dem römischen. Das, das sieht ja eigentlich alles recht einigermaßen ähnlich aus. Ja, nee, die Wachtürme und Wachstuben sehen schon anders aus. Es waren mehr so
Also sie hatten kein Dach, so wie hier, glaube ich. Ach so, okay. Oh, das kann sein. Auch die Festung. Also ich meine vor allem die römischen waren, kann ich noch. Ja, Sägewerk sieht aber auch fast genauso aus. Holzfäller weiß ich jetzt nicht genau. Was will er da bauen? Ein Wachturm. Mal gucken, ob meine Festung schneller fertig wird als sein Wachturm. Wenn nicht, werde ich ihn angreifen müssen. Ich will meine Verteidigungslinie erst fertig haben. Und dann alles voller Generäle machen. Dann greife ich ihn an. Es sei denn, er versucht mein Vorhaben irgendwie zu vereiteln. Dann werde ich ihn früher angreifen müssen. Gebiet verloren. War das? Ja, bei dem. Das ist okay. Ich könnte mit 36 Leuten angreifen. Gucken, mit wie viel ich angreifen könnte. 33. Okay, ja, das liegt daran, weil ich an der Front eigentlich nur so ein paar Sachen habe, keine Ahnung. Hm. Ja, ich habe so eine langgezogene, es ist halt hinter meinen Festungen, die ich da gerade noch baue, ist halt nichts, weil das halt dieser Berg ist, wo ich ja nicht bauen kann. Ja. Hm. Deswegen, also die sind relativ weit weg. Und ich habe jetzt auf einen Wachturm draufgeklickt, der relativ weit in seinem Gebiet ist. Ja, das ist jetzt auch, also der, den er halt gerade neu besetzt hat, an der Mitte, der steht halt auch ziemlich zentral zwischen fünf von meinen Gebäuden oder sowas. Hier ist sein Wachturm, das ist gut. Ich glaube, da mache ich jetzt auch mal einen Angriff drauf, mit der gesamten Force. Ich müsste hier diesen Wachturm angreifen. Aber mein oder warte ich noch auf Münzen? Mein Wachturm da oben hat fast keine Soldaten. Ich mache jetzt mal so einen kleinen Trick. So, da sollen auch keine Münzen mehr rein. Okay, da kommt eine Münze. In den Wachturm, wo ich ausgestellt habe, dass keine Münzen, also. Ja, auch okay. Also die Münzen brauchen einfach so lange, um anzukommen, dass. Ja, das stimmt. Halt, die das da einfach trotzdem hinbringen, falls es mal irgendwann an war. So, okay, wenn die Münze fertig ist. Okay, sein Wachturm hat noch gar nicht angefangen, meine Festung ist gleich fertig. Das ist doch gut. Ja, da sind auch schon 5 Generäle drin. Komm, noch eine Münze. Hier ist voll mit Generälen. Ganz. Aus, ja. Okay. Okay, egal, den greif jetzt an. With full force. Was? Komm schon, Münze. Komm schon, Münze. Komm schon, Münze. Ich will jetzt, dass du setzt dich ein und dann greife ich an. Ah nein, ich muss jetzt angreifen. Mit 6 Leuten. Alles klar, los geht's. Ah, hat sich noch eingesetzt. Sehr gut. Hat funktioniert. Das ist jetzt ein Unteroffizier. Komm jetzt aus allen Gebäuden bei mir rausgeströmt. Na, ich habe auch gleich einen Angriff. Boah, Alter, das. Wow. Das ist mal ein Krieg. Bei dir oder was? Ja. Das sieht gut aus.